was diese merkwürdigen Fischwesen wohl von uns wollen. Die Murlocs waren mal friedlich, aber seit einer Weile fangen sie uns ein, um uns zu opfern. Opfern? Wem denn? Vor langer Zeit haben sie angefangen, so eine Hexe zu verehren. Sie sagen, sie lebt unter dem Meer und wenn sie ihr keine Opfer bringen, wird sie die Insel zerstören. Tja, jemand hätte ihnen sagen sollen, dass man Orks nicht so leicht einschüchtert. Los, verschwinden wir von hier. Ja. Lok-Narash! Lok-Regal, Nogul! Lok-Narash! Krumkar, Kriegshäuptling! Niemand wird überleben. Für die Ehre. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Für Schicksalshammer! Umdabu. Die Geister sind ruhelos. Niemand wird überleben. Lok-Regal, Nogul. Eure Zeit ist gekommen. Danke, Mann. Ich hab gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Für die Ehre. Ja. Lok-Narash! Für die Ehre. Umdabu. Also weiter. Ja. Für Schicksalshammer! Für die Ehre. Umdabu. Lok-Regal, Nogul. Das ist unsere Gelegenheit. Flüchtet! Ja. Kämpft weiter, Männer. Wir haben es fast geschafft. Ja. Umdabu. Für die Ehre. Geister sind ruhelos. Ja. Also weiter.
Ich bin der Kriegshäuptling. Eure Zeit ist gekommen. Niemand wird überleben. Ondabu. Loknarash. Niemand wird überleben. Für die Ehre. Für die Ehre. Ondabu. Ja. Ondabu. Für die Ehre. Ja. Ja. Für die Ehre. Ondabu. Ja. Für die Ehre. Ondabu. Die Geister sind ruhelos. Ja. Ich wusste, dass ihr uns finden würdet, Kriegshäuptling. Ondabu. Eure Zeit ist gekommen. Für die Ehre. Für Schicksalshammer. Niemand wird überleben. Ja. Für die Ehre. Diese Menschen müssen sich tapfer gewehrt haben. Schade, dass es nicht gereicht hat. Eure Zeit ist gekommen. Lokregal Nogul. Ja. Ondabu. Ja. Für Schicksalshammer.
Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Für die Ehre. Ja. Ondabu. Eure Zeit ist gekommen. Was soll ich tun? Also weiter. Lok-Narash! Ja. Für die Ehre. Die Geister sind ruhelos. Ondabu. Wen soll ich töten? Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Hey, Chef. Das sieht aus wie ein Durchgang. Vielleicht kommen wir hier lang raus. Mal sehen, ob wir diese Felsen aus dem Weg räumen können. Kommt genau rechtzeitig. Ja. Ondabu. Schicksalshammer! Ich bin der Kriegshäuptling. Was wir wollen! Ja, Zeit zu sterben. Also weiter. Ich stelle meine Macht in den Dienst der Horde. Die Geister sind ruhelos. Lokregal Nogul. Für die Ehre. Ondabu. Ja. Ondabu.
Das Inventar ist voll. Für die Ehre. Für die Ehre. Locknarasch! Ondabu. Ja. Ondabu. Für die Ehre. Lokregal Nogul. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Also weiter. Ondabu. Für die Ehre. Ondabu. Eure Zeit ist gekommen. Wir werden angegriffen. Die Geister sind ruhelos. Ja. Für die Ehre. Niemand wird überleben. Für die Ehre. Für Schicksalshammer! Also weiter. Ja. Ondabu. Für die Ehre. Ondabu. Ja. Locknarasch! Eure Zeit ist gekommen. Ondabu. Lokregal Nogul. Für die Ehre. Für die Ehre. Ondabu. Locknarasch! Ja. Für die Ehre.
Ondabu. Ja. Ja. Für die Ehre. Ich glaube, wir sind hier nicht mehr willkommen, Kriegshäuptling. Die Geister sind ruhelos. Niemand wird überleben. Ja. Kriegshäuptling, die Fischwesen haben Senjin entführt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber es waren zu viele. Sie haben gesagt, sie wollen ihn ihrer Hexe opfern. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Senjin muss befreit werden. Kriegshäuptling, ich spüre einen Schutzhund um den Zauberer herum. Ich glaube, diese drei Fischwesen helfen, ihn aufrechtzuerhalten. Jämmerliche Narren, ihr werdet nicht zunichte machen, was uns versprochen wurde. Senjin! Verzagt nicht. Ihr werdet bald bei ihm sein. Vielleicht könnt ihr und die Hexe das im Jenseits diskutieren. Vier Schicksalshammer! Eure Zeit ist gekommen. Und darum... Eure Zeit ist gekommen. Vier Schicksalshammer! Für die Ehre. Die Vision hat mir gezeigt, wie ihr mein Volk von dieser Insel führt. Ihr habt nicht viel Zeit, Jüngling. Geht. Aber ihr und euer Volk kommt mit uns. Für mich ist es zu spät. Die unter euch, die mir folgen wollen, werden sich vielen Gefahren stellen müssen. Es wird nicht einfach. Aber wenn ihr euch uns anschließen möchtet, seid ihr willkommen. Klar, Mann. Hier ist bald eh nichts mehr übrig. Wir kommen mit euch. Schließt Frieden mit euren Göttern, Landbewohner. So einfach entkommt ihr dem Sog des Todes nicht. Woher kommt diese Stimme? Ich weiß es nicht, aber wir dürfen keine Zeit verschwenden. Die Höhle stürzt jeden Moment ein.